Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Quick-Tipp auf der Sophistikeinsteiger.de. Mein Name ist Frank Weber und in dem heutigen Video möchte ich Ihnen ein weiteres Highlight der neuen Sophistik-Version 2023 vorstellen. Dieses neue Feature wird den Datenaustausch mit Excel nochmal extrem vereinfachen und kann die Zusammenarbeit von verschiedenen Projektbeteiligten wirklich verbessern und beschleunigen. Bin mal gespannt, ob Sie das am Ende des Videos auch wieder so sehen. Worum geht es heute genau? Ja, in meinem letzten Video habe ich Ihnen ja gezeigt, wie Sie Daten und Parameter für eine Statik direkt aus Excel-Dateien auslesen und auch verwenden können. Heute geht es genau in die andere Richtung. Ich will Ihnen zeigen, wie Sie Daten direkt in eine vorbereitete Excel-Datei schreiben können, die dann zum Beispiel von anderen Kollegen gleich weiterverwendet werden können. Ich zeige es hier natürlich wieder nur an einem ganz einfachen Beispiel, aber ich bin mir sicher, Ihnen fallen bestimmt unendlich viele andere Anwendungsfälle ein. Das macht die Zusammenarbeit letztendlich für alle Projektbeteiligten doch noch etwas übersichtlicher und einfacher. Aber schauen Sie einfach selbst. Ja, Ausgangspunkt ist wieder mein altes parametrisiertes Modell, das Sie aus anderen Videos her schon kennen, meinen parametrisierten Behälter, wo ich ja auch im letzten Video dort Parameter für die Erstellung und Systemgenerierung aus einer Excel-Datei gelesen habe. Und jetzt, wie gesagt, schauen wir mal in die andere Richtung. Was haben wir hier? Wir haben hier ein vorbereitetes Excel-Sheet, das haben Sie von den Kollegen meinetwegen bekommen. Da stehen halt bestimmte Daten drin, schön formatiert alles. Ich weiß also sofort, okay, um welches Projekt handelt es sich. Dann stehen hier bestimmte Parameter drin, die der Kalkulator zum Beispiel gesagt hat, okay, das möchte ich gerne haben, das brauche ich für meine Arbeit. Und ja, alles schön formatiert und ja, hier werden auch, sag mal, Berechnungen direkt in diesem Excel-Sheet mitverwendet, wenn man hier mal reingeht. Da stecken irgendwelche Formeln drin, alles egal, aber hier gibt es bestimmte Felder, die entsprechend noch von Sophistik gefüllt werden sollen. Zum Beispiel verwendete Materialnummern, Materialnamen beziehungsweise natürlich auch die Massen, die irgendwo hier aus der Statik kommen sollen. Gut, wie funktioniert das Ganze? Jetzt schließe ich erstmal hier diese Excel-Datei. Das ist ganz wichtig, wenn Sie in eine Excel-Datei etwas schreiben wollen, darf diese natürlich nicht geöffnet sein, sonst kriegen Sie eine Fehlermeldung. Gut, dann gehen wir rein in den ersten Task. Das heißt, ich sage hier Ergebnisse Massenermittlung an Excel. Gut. Vieles von dem wird Ihnen schon bekannt vorkommen aus dem letzten Video. Was haben wir denn hier? Ja, als erstes sage ich natürlich, in welche Excel-Datei möchte ich schreiben. Diese Variable ist ja fest definiert. Ich muss ihr nur einen Wert zuweisen, wo er suchen soll. Entsprechend natürlich müssen Sie hier im Dateipfad, wo diese Excel-Datei liegt, entsprechend anpassen. Ich habe ein Excel-Sheet, also auch einen Blattnamen hier vordefiniert, damit es auch in das richtige Blatt entsprechend einsortiert wird. Ja, und dann sage ich ganz einfach hier nicht lesen, sondern schreiben. Ich sage also, bitte schreibe in die Zelle 12. Zeile, 2. Spalte, die Variable Material Nummer 1. Dann hier genauso, darunter Material Nummer 2. Wie wir diese Werte bekommen, erkläre ich Ihnen auch gleich. Und dann habe ich hier entsprechend auch weitere Variablen. Ich sage also zum Beispiel hier in der Zeile 11, bitte schreibe in die 19. Zeile, 2. Spalte, das Ergebnis der Variable Group Mass, aber nur für die Gruppe 100. Das ist nämlich unsere Bodenplatte. Denn unsere Bodenplatte liegt ja in der Sophistik-Gruppe 100 und damit werden hier entsprechend nur diese Daten eingetragen. Ich kriege also ganz gezielt später in meiner Excel-Tabelle einmal nach Bauteilen sortiert, gegebenenfalls auch, wie ich es wünsche, meine Ausgaben. Und darunter sagt er sich, okay, hier hätte ich ganz gerne in der nächsten Zeile die Massen, aber nicht nur von der einen Wand, sondern von allen vier Außenwänden. Das sind hier Group Mass von 200 bis 500. Ja, und dann haben wir hier noch als letztes eine Zeile, wo ich gesagt habe, prima, damit wir uns auch kontrollieren, schreibe ich diesen Group Mass, diese Variable nochmal ohne Index rein, dann nimmt er automatisch Index 0 und wir werden damit die Gesamtwerte
Massen nochmal bekommen. Wenn wir mal kontrollieren, ob wir da richtig gerechnet haben und Excel uns nicht sagt, ist da was anderes. Ja, und dann habe ich hier nochmal entsprechend Materialien reingeschrieben. Auch diese Materialien habe ich bei mir in den Parametern definiert und die finden sich wieder entsprechend hier im SSD. Ja, wie kriegen Sie diese Variablen? Gehen wir mal ganz kurz rein. Also zum einen natürlich Ihre Variablen, die Sie selber erzeugt haben in Ihrem Projekt, können Sie jederzeit auch so an eine Excel-Datei auslesen. Aber hier zum Beispiel diese Masseninformationen, die sind eben fest definiert in der Sophistik. Sie müssen nur wissen, wie diese Variablen heißen. Und wie kriegen Sie das raus? Dann gehen wir einfach mal hier in den Result Viewer und sagen, wir wollen eine neue Tabelle erstellen. Ja, dauert jetzt einen kleinen Moment. Okay, neue Tabelle erstellen. Und zwar Systemwerte, die Store-Variablen mit ihrem Wert. So, mehr will ich hier erstmal gar nicht haben. So, und dann sehen wir hier entsprechend die Variablen, die von Sophistic oder von Ihnen definiert wurden. Und hier gibt es unten entsprechend Group Mass, beziehungsweise das sind die Betonmassen und hier zum Beispiel die Stahlmassen. So, und wenn ich jetzt sage, okay, Group Mass 0, das ist unsere Gesamtmenge und dann habe ich hier entsprechend das nochmal sortiert nach Bauteilgruppe, also den Sophistic-Gruppen. Gut, also hier kriegen wir diese Geschichten raus, können wir wieder schließen und damit wissen Sie, wie Sie solche Variablen entsprechend auch auslesen können. Aber es gibt halt nicht immer alle Informationen direkt als Variablen, so wie wir sie eben ganz einfach gefunden haben, sondern Sie müssen diese Informationen erst aus der Sophistic-Datenbank unter Umständen raus extrahieren. Und das mache ich hier eben in dem Beispiel, dass ich sage, ich nutze den AddKey-Befehl und lese bestimmte Materialien hier direkt raus. Wie ich das gemacht habe, sieht man auch sehr schön, wenn man die Online-Hilfe entsprechend hier zu Teddy mal aufruft. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist nur, was sollten Sie wissen? Also ich gehe mal kurz hier rein in die Hilfe. F1, machen wir die Hilfe auch mal ein bisschen größer. So. Da haben Sie hier Zugriff auf die Sophistic-Datenbank und da gibt es bestimmte Hilfen, wie Sie das entsprechend modifizieren bzw. abrufen können. Gucken Sie sich das einfach mal in Ruhe an und was Sie auf jeden Fall auch im Blick haben sollten, wenn wir jetzt hier in die Datenbank reingucken, dann gibt es einmal die Datenbankinformationen. Das sind wirklich die reinen Informationen, die man wissen muss, dass man weiß, wo man entsprechend suchen muss. Und damit Sie sich dort natürlich besser zurechtfinden, gibt es auch noch hier eine Datenbankhilfe dazu, wo alles entsprechend beschrieben wurde. Also auch hier, da finden Sie die Informationen, die Sie entsprechend brauchen sollten. Ja, und hier sage ich ganz einfach, okay, lies mir bitte das Material Nummer 1 aus der Sophistic-Datenbank aus und speichere es in einer Variablen MAT01. Und zwar nur den Titel möchte ich haben. Gut, damit haben wir diese Informationen. Und damit Sie auch sehen, dass das alles sauber funktioniert, gehen wir jetzt einfach mal rein und sagen, okay, wir ändern hier das Material. Wir nehmen für die Bodenplatte ein neues Material, C3037, okay. Und ja, für die Wände nehme ich mal jetzt auch ein anderes Material. Nehme einfach mal was, damit da auch eine Änderung zu sehen ist. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind unsere Systemparameter. Wollen wir mal einen anderen Behälter bauen. Das heißt, ich öffne hier meine Parametrik-Eingaben und sage jetzt zum Beispiel, okay, wir hatten eben einen rechteckigen Behälter gesehen. Jetzt machen wir daraus mal einen runden. Und die Wände nehme ich mal jetzt nicht das gleiche Material, sondern hier Material Nummer 2. Gut. Alles speichern und schließen. Und wenn wir uns jetzt hier auf den letzten Task stellen und sagen, bitte alles von oben nach unten durchrechnen, dann wird jetzt das gesamte System neu erstellt, neu durchgerechnet bis zur Bemessung. Und wir kriegen auch gleich das Ausfüllen unserer vorbereiteten Excel-Dateien. Das heißt, wir werden jetzt gleich, wenn wir die andere Excel-Datei wieder öffnen, entsprechend dort die aktuellen Daten vorfinden, weil Sophistic auch diese Excel-Dateien automatisch befüllt hat. Und er ist fast fertig. Bemessung, GZT, GZG, Grafiken und hier
Ja, jetzt ist er einmal durch. Jetzt müssen wir nur die Excel-Tabelle öffnen, weil dazu muss ich Ihnen auch noch was sagen. Also in diese Excel-Datei hatten wir geschrieben. Im Moment stehen hier noch die alten Daten. Worauf müssen Sie achten? Excel hat natürlich jetzt nicht beim Systemstart oder beim Dateistart gemerkt, dass diese Daten von extern von außen neu geschrieben wurden. Wenn Sie irgendwo Excel geöffnet haben und in der Datei irgendwas ändern, rechnet Excel automatisch, so ist es auch eingestellt, aber jetzt wurden diese Daten extern verändert und deswegen müssen Sie einmal darauf achten, dass Sie, wenn Sie diese Datei geöffnet haben, praktisch diese Berechnung neu starten, nämlich mit diesem Tastenbefehl. Und wenn ich das jetzt mache, gucken Sie mal auf die Zahlen, dann aktualisiert sich entsprechend jetzt alles. Jetzt steht hier eben drinne, okay, die Betonmasse für die Bodenplatte rund 353 Tonnen. Dann hier für die Wände 176 Tonnen circa, Material Nummer 1, Materialnamen, alles entsprechend ausgefüllt, automatisch von ja, Sophistic. Und wir wollten ja noch gucken, ob wir richtig rechnen. Also ich markiere einfach mal die beiden Zellen und sagen wir, okay, Summe ist 5299,29. Also auch das entsprechend hat hier gestimmt. Super. Dann schließen wir erstmal diese Datei wieder. Ja, kann er ruhig speichern. Bevor ich das aber hier komplett verlasse, noch eine andere Geschichte, denn ich will Ihnen natürlich auch noch zeigen, was schon immer ging. Das heißt, das, was ich Ihnen bisher gezeigt habe, ist ja nur die neue Funktion, die jetzt neu in der Version 2023 dazugekommen ist. Was ging früher immer schon? Jedes Ergebnis, was Sie einmal in einer Result Viewer Tabelle irgendwie dargestellt haben, also ob das nun Schnittgrößen waren, ob das AS-Werte waren oder wie hier zum Beispiel mal die Bettungsspannungen in der Bodenplatte. Alles, was Sie hier in einer Tabelle dargestellt bekommen, können Sie entweder markieren und dann entsprechend hier an die Tabelle weitergeben. Das heißt, wir haben hier den Reiter Tabellen und können dann sagen, okay, ich möchte etwas kopieren und einfügen in eine Excel-Tabelle. Oder Sie können auch direkt sagen, okay, ich möchte zum Beispiel diesen ganzen Inhalt hier an eine Excel-Liste exportieren. Das ging aber, wie gesagt, vorher schon. Sie müssen nur sagen, wohin. Sie müssen sagen, welches Format und entsprechend, was Sie noch zusätzlich an Informationen in diese Excel-Tabelle ausgegeben haben wollen. Und wenn Sie das entsprechend so durchführen, dann wird diese Excel-Datei auch wie früher schon ganz normal von Sophistic gefüllt. Und was sagen Sie? Habe ich am Anfang des Videos übertrieben? Mit der Version 2023 wird es nochmal ja, wesentlich einfacher, Daten an Excel weiterzugeben. Und alle Projektbeteiligten werden sich bestimmt auch darüber freuen, wenn Sie von diesem neuen Feature ja, regen Gebrauch machen. Damit bin ich aber auch nun schon fast wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ein Punkt habe ich aber noch. Ich wurde nach meinem ja, letzten Video gefragt, was denn passiert, wenn beim Import aus Excel in der von Sophistic zu importierenden Zelle kein Wert, sondern eine Formel steht. Naja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich schließe hier einfach mal diesen Result-Viewer und wir gehen einfach mal in unsere Excel-Datei mit den Parametern rein. Gut, also da hatten wir unsere Parameterdatei. Und jetzt gehen wir mal in die Wände rein und sagen, okay, hier die Wandhöhe wird im Moment fest vorgegeben. Und ich mache es mir mal ganz einfach und sage hier mal 3 mal 5, also 3,5. Und sage jetzt hier, okay, das, wo wir draus lesen, ergibt sich aus das mal das. So, jetzt stehen da 15. Das heißt, hier steht jetzt eigentlich eine Formel drin und kein Wert. Gut, das speichern wir entsprechend mal wieder mit und verlassen die Datei und sagen jetzt bitte das System neu generieren. Gut. Bitte einmal von oben nach unten neu durchrechnen, beziehungsweise erstmal nur System generieren. Alles neu durchrechnen möchte ich jetzt nicht, da sparen wir einfach mal ein bisschen Zeit. Aber wir sollten sofort hier unseren neuen, ja, Behälter sehen. Und wir sehen, auch Sophistic hat an der Stelle beim Import diese Formel ausgewertet und entsprechend hier das Ergebnis dieser Formel ja, als Parameter verwendet.
Vor dem Import wird also der Inhalt der Zelle ausgewertet und nur das Ergebnis von Sophistic verwendet. Super, alles funktioniert so, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, so, nun bin ich aber wirklich am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas gelernt, was Ihnen in Ihrem Sophistic-Alltag hilft. Sollten Sie bisher noch nicht mit der Sophistic-Software arbeiten und haben jetzt doch wieder vielleicht Lust auf unsere Software bekommen, so freuen wir uns natürlich wie immer auf den Kontakt mit Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Video. Ihr Frank Weber von der Sophistikeinsteiger.de.